Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die besten Items an, welche ihr in Sulamana gattern könnt. Dabei gehen wir jede Klasse und jede Ausrichtung im Schnelldurchlauf durch. Wir markieren euch die Klassen als Zeitstempel, sodass ihr ganz einfach und ersichtlich im Video vorspulen könnt, um direkt zu eurer präferierten Klasse zu springen. Wir gehen heute nur auf die stärksten Upgrades sowie ein paar Alternativen ein, die vor allem den Leuten, die aktiv den aktuellen Content raiden, helfen können. Mit Twinks oder anderen nicht so gut ausgerüsteten Chars könnt ihr hier natürlich deutlich mehr gebrauchen. Solltet ihr der Meinung sein, dass wir was vergessen haben, schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Viel Spaß! Für Feral Druiden gibt es hier das ein oder andere nette Item. Unter anderem ist hier das Siegel des Urzorns aus der dritten Kiste vom Zeit-Event interessant. Vor allem für Katzen, aber auch für Bären im Agro-Gear gut zu gebrauchen. Wenn ihr als Katze den Season 3 PvP-Stab nicht habt, haltet eure Augen nach dem Stab des Urfurors bei Malakras offen. Dasselbe gilt auch für das Schmuckstück Ruf des Berserkers von Zul'jin. Absolutes Biss-Item für Katzen, aber auch als Bär könnt ihr dieses wieder im Agro-Gear verwenden. Als Eule wollt ihr hier vor allem die Brosche der barmherzigen Natur von Akilson. Auch wenn diese eigentlich Heal enthält und dadurch weniger Zauberschaden, ist sie dank dem Tempo sowie den Grundstats das beste Item für Gleichgewichtsdruiden. Als Alternative gäbe es hier noch das Collier der verfluchten Knochen von Zul'jin. Zusätzlich dazu gibt es das Schmuckstück Verhexter Schrumpfkopf von Malakras. Eine bessere Version des Schmuckstücks, welches ihr über Marken erhalten könnt. Solltet ihr noch keine zwei Black Temple Trash Ringe besitzen, was vermutlich die wenigsten werden, wollt ihr definitiv noch das Mana angereicherte Band aus der dritten Kiste des Zeit-Events. Das gleiche gilt für das Tuch des Schattenzauberers aus der ersten, welche eine starke Alternative zum Umhang vom Rat bzw. von Illidan darstellt. Als Heildruide wollt ihr ebenfalls die Brosche der barmherzigen Natur von Akilson. Definitiv best in Slot. Auch der Ring vom Zeit-Event Siegel des stillen Waldes ist die beste Alternative zum Black Temple Trash Ring und vermutlich deutlich leichter zu bekommen. Solltet ihr zudem extremes Pech mit Waffen gehabt haben, könnte für euch Dunkler Segen die Alternative zum Wasch- bzw. Illidan-Kolben sein. Für den Jäger gibt es ebenfalls ein paar gute Upgrades. Der Zeit-Event-Ring Siegel des Urzorns ist davon definitiv eines. Ebenfalls das Schmuckstück Ruf des Berserkers von Zul'jin, welches Best-in-Slot für Tierherrschaftsjäger ist. Für den Überlebensjäger nur eine Alternative, wenn man nicht schon die Drachenwirbeltrophäe von Gruul und Wahnsinn des Verräters vom Rat der Illidari hat, vor allem zwecks dem Hit beim Letzteren. Den Dolch des schlechten Mojos von Malakras solltet ihr euch ebenfalls notieren und das sogar zweimal, egal ob SV oder BM-Jäger. Zu guter Letzt wäre hier noch der Umhang des Unholds erwähnenswert. Vor allem dann, wenn ihr weder das Zerstörertuch von Schattenmond, den Wildumhang von Keltas oder Doris Umarmung für 60 Marken euer eigen nennen könnt. Als Magier wollt ihr das Mana angereicherte Band aus der Truhe vom Zeit-Event sowie den verhexten Schrumpfkopf von Malakras. Beides gute Schadensupgrades. Auch die Heilungsbrosche der barmherzigen Natur ist für euch als TDler das Beste, was ihr bekommen könnt. Das Tempo und die Grundstats machen den etwas weniger enthaltenen Zauberschaden wieder wett. Alternativ das Collier der verfluchten Knochen von Zul'jin. Solltet ihr zudem noch nicht den Stab von Zadum, von Illidan oder das Einhandschwertsturm des Chaos besitzen, ist die Klinge der verzerrten Visionen auf jeden Fall eine klasse Alternative. Der Schattenpriester hat es ja vor allem auf das Collier der verfluchten Knochen vom Endboss Zul'jin sowie den verhexten Schrumpfkopf von Malakras abgesehen. Das sind hier die größten Upgrades. Als gute Alternative gibt es hier noch das Mana angereicherte Band vom Zeit-Event, solltet ihr noch keine zwei Black Temple Trash Ringe bekommen haben. Wenn ihr ebenfalls noch kein Glück beim Netherlean Umhang gehabt habt, könnt ihr euch das Tuch des Schattenzauberers vom Zeit-Event holen. Wenn ihr dazu noch kein Schneider seid oder die Schuhe des Wellenrufers vom ersten Boss aus Black Temple noch nicht euer eigen nennen könnt, dann sind die Fußpolster des Wahnsinns von Janalai ebenfalls eine gute Option. Als Heiligpriester wollt ihr die Brosche der barmherzigen Natur sowie den Ringsiegel des stillen Waldes. Außer ihr habt schon doppelt den Black Temple Trash Ring. Sollte es euch an dem Healerkolben von Varsh oder Illidan fehlen, dann gibt es bei Zul'jin noch dunkler Segen. Für den Übergang auf jeden Fall mehr als gut zu gebrauchen. Das gleiche gilt für den Umhang der uralten Rituale von Malakras. Als Elementarschamane wollt ihr das Mana angereicherte Band vom Zeit-Event, außer ihr habt schon doppelt den Black Temple Trash Ring. Zusätzlich gibt es hier eure besten Slot Halsketten. Entweder von Akilson, Brosche der barmherzigen Natur, welche allerdings für Heiler gedacht ist, jedoch mit Tempo auch für Caster überzeugt, oder von Zul'jin, das Collier der verfluchten Knochen. Etwas mehr Zauberschaden, etwas weniger Tempo. Euer Markenschmuckstück wird nun endlich auch vom verhexten Schrumpfkopf abgelöst. Dasselbe in grün, nur etwas bessere Werte. Als gute Alternative könnte man zudem noch das Tuch des Schattenzauberers erwähnen. Besser wäre hier nur die Crit-Variante Ratsumhang der Illidari aus dem schwarzen Tempel. Der Verstärker-Schamane möchte ebenfalls den Time-Run-Ring aus der dritten Kiste Siegel des Urzorns sowie das Schmuckstück Ruf des Berserkers von Zul'jin. Als gute Alternative gibt es den Umhang des Unholds, sollte man den Terron-Blutschatten-Umhang noch nicht erhalten haben.
Solltet ihr Resto-Schamane sein, ist das beste Upgrade auf jeden Fall die Brosche der barmherzigen Natur. Aber auch der Ring vom Zeit-Event aus der dritten Kiste Siegel des stillen Waldes ist neben den Black Temple Trash-Ringen das Beste, was ihr bekommen könnt. Solltet ihr zudem noch nicht die Kristallspitze von Karabor besitzen, holt euch unbedingt den Einhandstreitkolben Dunkler Segen. Dieser ist vor allem deutlich einfacher zu bekommen. Solltet ihr zudem noch keine T6-Schultern haben und kein Lederer sein, würden sich noch die lebendigen Erdschultern von Malakras anbieten und ebenso der Umhang der uralten Rituale. Zu erwähnen wären hier noch die zwei Zehensandalen von Sul'jin. Diese sind neben den Markenschuhen das Beste, was ihr bekommen könnt. Als Paladin-Tank habt ihr es hier vor allem auf die beiden Schmuckstücke Verhexter Schrumpfkopf von Malakras für euer Threadgear und das alte Artefakt der Akir von Sul'jin für euer Mitigation-Gear abgesehen. Aber auch der Bestrafer der Amani von Akilson oder die Klinge der verzerrten Visionen von Sul'jin könnten eine gute Alternative sein, solltet ihr noch nichts Besseres haben, wie zum Beispiel Sturm des Chaos von Achimond oder den Trashkolben aus Hyjal. Für den Paladin-Heiler gibt es hier eher gute Alternativen, wie zum Beispiel den Umhang der uralten Rituale, den Hoffnungsgurt von Stormgarde oder auch das Siegel des stillen Waldes vom Zeit-Event. Solltet ihr außerdem nie die Möglichkeit auf einen guten Heilkolben bekommen haben, wäre Dunkler Segen von Sul'jin noch eine gute Alternative mit vor allem sehr viel Tempo. Dasselbe gilt für euren Schild. Habt ihr noch nichts Besseres, dann wäre die emaillierte Scheibe des Mojos von Janalai etwas für euch. Der Vergelter Paladin will hier unbedingt den Umhang des Unholds aus der ersten Kiste des Zeit-Events sowie Ruf des Berserkers von Sul'jin. Beim Schmuck gibt es neben der Drachenwirbeltrophäe keine bessere Alternative. Ebenso könnte Siegel des Urzorns interessant sein, wobei ihr diesen eigentlich dank mehreren Alternativen wie Siegel des Gestaltwandlers oder einen der Black Temple Ringe nicht unbedingt gebrauchen solltet. Für den Hexenmeister gibt es hier einige Best-in-Slot-Items. Fangen wir an mit dem Mana-angereicherten Band aus der dritten Kiste des Zeit-Events. Hier ist wirklich so gut wie alles an Stats drauf, was ein Hexer möchte. Definitiv mit dem Black Temple Trash Ring Best in Slot. Die Brosche der barmherzigen Natur von Akilson ist ebenfalls ein super Upgrade. Vor allem, wenn ihr noch nicht den Hals von der Essenz des Zorns aus dem Black Temple habt. Der verhexte Schrumpfkopf von Malakras ebenso. Es gibt neben dem Schädel des Gul'dan von Illidan kein stärkeres Schmuckstück für den Warlock. Schauen wir uns jetzt noch diverse Alternativen an. Hier wäre die Klinge der verzerrten Visionen von Sul'jin sowie Wups verfluchte Hexerklinge zu erwähnen. Vor allem dann gut zu gebrauchen, solltet ihr noch keinen Waffenloot aus dem Schwarzen Tempel bzw. Mount Hyjal bekommen haben. Mindestens genauso gut ist das Tuch des Schattenzauberers aus der ersten Kiste vom Zeit-Event, vor allem aber auch die Fußpolster des Wahnsinns von Janalai. Bessere Schuhe gibt es hier nur vom ersten Boss aus dem Schwarzen Tempel. Als DD-Krieger gibt es hier einige extrem starke Items. Hier wollt ihr auf jeden Fall das Siegel des Urzorns aus der dritten Kiste des Zeit-Events. Dieser ist neben dem Illidan-Ring die beste Wahl. Das gleiche gilt auch hier für Ruf des Berserkers vom Endboss Sul'jin. Vor allem, wenn ihr noch nicht Wahnsinn des Verräters oder die Drachenwirbeltrophäe euer eigen nennen könnt. Als weiteres besten Slot-Item gibt es den alten Langbogen der Armani von Sul'jin. Als gute Alternative könnte man hier noch den Klingenengels Geldgürtel von Nalaurak nennen. Vor allem für die, die nicht Schmied sind und Leute, die noch keinen Gürtel der 100 Tode von Lady Varsh besitzen. Der Deathkrieger will hier ebenfalls das Siegel des Urzorns für sein Threadgear und könnte auch die gerade eben genannten anderen beiden Items dafür in sein Ausrüstungsportfolio mit einbauen. Als besten Slot-Alternativen könnte man hier höchstens noch die kampferprobten Hauerschützer von Malakras als Mitigation-Ersatz für den T6-Kopf verwenden. Dasselbe gilt auch für den Kriegsfürstenbrustschutz von Sul'jin. Als Threat-Alternative gäbe es noch die Kriegsstiefel des Schädelzertrümmerers von Halasi. Für Kampfschurken ist der Ringsiegel des Urzorns aus der dritten Kiste neben dem Illidan-Ring best in Slot. Ruf des Berserkers von Sul'jin ist allerdings nur eine Alternative, sollte euch zum Beispiel die Drachenwirbeltrophäe oder Spule der Warpwelle fehlen. Außerdem kann Ruf des Berserkers sehr gut situationsbedingt, zum Beispiel beim Trash, in Kombination mit Klingenwirbel eingesetzt werden. Der alte Langbogen der Armani könnte ebenfalls noch eine Option für euch sein, solltet ihr noch nichts Besseres haben. Genauso wie der Umhang des Unholds. Neben dem Zerstörertuch von Schattenmond von Terran aus dem Schwarzen Tempel der beste Umhang, den ihr bekommen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß in Zul'aman und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.